Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play. Ja, zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, willkommen, ja, zum großen Finale. Es ist tatsächlich soweit, es ist die letzte Folge von SimCity 4. ja. Und wir haben hier erstmal einen Streich zu erledigen. So. Ganz genau, weil wir haben in der letzten Folge diesen Bereich hier noch zugebaut, wo allerdings, ja, was ein letztes Problem war noch, dass der Bereich total, ja, komisch war, dass die wieder nicht einziehen. Allerdings, ja, wartet mal, wir haben ja unsere 3 Millionen, ne? Genau, Freunde, wir haben die 3 Millionen geschafft, also würde ich sagen, machen wir das einmal so. Wir ersetzen das einfach durch Gewerbe. Ich meine, was wollt ihr noch? So, genau, ja, Freunde, großes Finale ist angesagt, tatsächlich. Ja. Wir haben alle Häfen fertig. Werden alle genutzt. Und was ich in dieser Folge machen möchte, ist einfach, wir haben hier ein super Schiffsnetz in der Stadt. Also einfach, ich möchte mit euch mal ein paar Missionen spielen. Ja, in unserer Hauptstadt. Ein paar Missionen. Und dann noch zusätzlich. Ah, schaut mal, seht ihr uns schon, funktioniert dieser Bereich. Das ist auch schon mal gut. Ja, wobei alle arbeitslos wieder, das ist uncool. Wir müssen hier auch noch mal so ein paar Probleme lösen. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Tatsächlich. Aber gut, dann machen wir das halt noch. Wir werden jetzt in dieser Folge tatsächlich nichts mehr Neues bauen. Sondern einfach nur unsere Hauptstadt genießen. Ich meine, schaut euch dieses fette Teil mal an. Schaut euch dieses fette Teil mal an. Also wirklich, es ist schon krass. Genau, wir hatten noch ein Müllproblem gehabt. Darauf warten wir es auch, bis sich das wieder einpendelt. Also genau, damit dieser ganze Bereich mal ein bisschen lebenswerter wird. Und gucken wir hier, Müll. Wasserverschmutzung ist ja nix, ne? Luftverschmutzung ist hier unten ein bisschen was. Aber das ist, glaube ich, nicht. Ah, doch, okay. Luftverschmutzung haben wir hier unten. Da machen wir mal Folgendes. Wir machen das hier mal hier hin. Das tut mir leid, dass da jetzt das Gebäude weggeflogen ist, aber Luftreinheit ist wichtiger. So, und die wieder hier. Ja. Keine Ahnung, was ihr wollt. Würde ich auch mal vorschlagen, machen wir mal große Plazas rein, weil die Reichen haben ja immer so ein Problem. Ne? Wie ihr wisst, wie wir von den ganzen Folgen kennen, dass die reichen Leute bei SimCity 4 echt ein Problem machen. So, deswegen machen wir erstmal große Plazas, um einfach mal ein bisschen was an normaler Bevölkerungsschicht anzuziehen, sagen wir es mal so. Was ist eigentlich mit dem Office hier? Das ist gar kein Office, okay. Ich hatte jetzt gedacht, dass das ein Office wäre. Aber ja, gut. Super, dann haben wir den Bereich nämlich auch fertig. So. Den Bereich müsste man wahrscheinlich noch mal reparieren am Ende. Ah, es sieht so aus tatsächlich. Wir sind bei über 3 Millionen. Das passt. Finanziell passt das auch. Ja, Bildung ist dann halt auf diesem Level. Das ist völlig in Ordnung. Ja, das einzige Problem ist jetzt halt mit denen hier, ne? Was die nicht arbeiten gehen. Das hatten wir doch schon mal. Das hatten wir doch schon mal. Ihr Personal nimmt Auszeit. Immer noch. Oder sind das andere? Das sind andere. Okay.
Dann machen wir das mal so. Genau. Dann kümmern wir uns mal jetzt noch um die Probleme. Erstmal. So, große Plaza, bitte. Was kann man hier gut? Ah, hier kann man das reinmachen. So, kann man hier noch mal eine reinmachen. So, genau. Das reiche Ding da können wir mal abreißen. Das reiche Ding auch. Weil dann brauchen wir nämlich mehr normale Bevölkerungsschicht. Ja, das ist jetzt tatsächlich so. Gut, dann machen wir das mal. Ja. Einmal so. Ja, das Problem ist halt, jetzt haben wir. Ja, gut, aber. Wisst ihr was? Da gibt es halt mal ein Problemviertel in unserer Hauptstadt. Ich meine, es gibt es ja in jeder Stadt. Ne? Und, genau. Aber, wie gesagt, Karte ist voll. Und es funktioniert zum größten Teil. Jetzt kriege ich komischerweise einen Hitzeballon. Ich weiß nicht warum. Und schaut euch diese Stadt an. Wir sind fertig. Jawohl. Überall fliegen die Flugzeuge rum, die Hubschrauber. Das Müllproblem ist behoben, wie ihr seht. Also der Müll ist, ja, hat sich eingependelt. Auf einem ganz passablen Level. Genau. Und ja, Bürgermeister wird von Massen gefeiert. Dann würde ich mal vorschlagen, klicken wir uns mal hier durch die Missionen durch. Geiselnahme mitverfolgen. Da hat so ein Kerl in einem Bürogebäude einen Geiseln genommen. Begib dich dorthin, um alles mitzuverfolgen. Halt die Augen nach spannenden Geschichten offen. Ja, wir dürfen einen Helikopter steuern. In unserer Hauptstadt. Und ich glaube. Genau, das ging nämlich so. Mit E steigt man, genau, schaut euch das an. Wir fliegen ja einen Helikopter. Und diese Mission geht tatsächlich auf Zeit. Und so kann man. Okay, mit C sinkt man wieder, ne? Ja, genau. Okay. Wow! Upsala. Ja, das ist jetzt natürlich das Problem, was ich schon vorhergesehen habe, und zwar wegen den ganzen Hochhäusern. Aber hey. So, wir fliegen aber in die völlig falsch verkehrte Richtung, habe ich das Gefühl. Aber hey. So, wir müssen nämlich re nach rechts. Nach rechts, bitte. Ja. Okay. Ah, so funktioniert das. Okay. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, diese Mission. Aber wir müssen mal weiter steigen. Können wir weiter steigen? Wir können nicht weiter steigen. Okay. Aber sieht man mal die Stadt aus der Nähe. Das ist doch auch geil. Hier übers Wasser. Am besten ausweichen dem Hochhaus da. Eieiei. Ah, da steht's ja auch, ne? Hier haben wir noch so einen Reporter. Okay, cool. Können wir weitersteigen? Wir können doch weitersteigen. Okay, ja, dann mach das mal. Ja, das ist geil jetzt, ja, die Stadt mal von aus der nächsten Nähe hier zu sehen. Eieiei. Ja, ich glaube, höher geht's hier tatsächlich nicht. Ja, geil auf jeden Fall. So, wir sind goldrichtig. Es geht einfach ein bisschen schneller. Genau. Schneller ist immer gut. Schneller, höher, weiter. TV-Helikopter. Wir haben einen TV-Helikopter. Ach so, okay. Alles klar. Wir sind gleich da bei der Geiselnahme. Und dann bin ich mal gespannt, was es da so gibt. Hier. Da ist sie. So, dann ab hier runter. Langsam. Eieiei, das ist nicht einfach, du. Ganz und gar nicht einfach. Dann hier. Ja, das ist cool, voll. Das ist ein cooles Feature von dem Spiel.
Ja, wir sind da. Wie kann man das jetzt hier... Hier ist eine Geiselnahme. Ach, guck mal da unten, da stehen sie auch schon da, die Geiselnehmer. Weiter tiefer scheinbar. Okay, wir sind ziemlich weit oben. Okay, haha, okay, ja. Einmal tiefer, tiefer fliegen. Viel tiefer fliegen, okay. Weiter sinken. Boah, wie hoch sind wir geflogen, Freunde? Okay, ich glaube... Jetzt sind wir einige... Ja, oh, oh! Okay, wir sind zu tief. Zu tief, zu tief, zu tief, zu tief. Mach mal langsam. So, jetzt. Ganz langsam. Okay. Ah, perfekt. Der Kerl will seine Mami im Fernsehen sehen. Bring das Hubschrauber zum Haus seiner Mutter, bevor etwas Schlimmes passiert. Bevor er etwas Schlimmes tut. Ja, dann machen wir das doch mal. Erstmal aufsteigen mal wieder. Boah, wie der Verkehr hier fließt. Ist so gut. So. Dann kann man uns mal, ja, auf den Weg dahin machen. Ich hoffe, dass wir hoch genug sind. Ja, sind wir. Sehr gut. Und ja, liebe Freunde, da freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zum großen Finale von SimCity 4. Das ist ja wirklich, wirklich krass, was wir hier geleistet haben in diesem Projekt. So, ich glaube, die Höhe reicht. Die Höhe reicht. Jo, sieht gut aus. Wir müssen das zum Haus seiner Mami. Okay. Dann machen wir das mal. Da ist die Monorail, die wir hier schön aufgebaut haben. Na, da ist ein verlassenes Gebäude. Aber ihr seht das, ne? Alles mit Hochhäusern voll. Das ist so heftig. Gut, dann über die Flussseite. Da ist ein Schiff. Sehr nice. Meine Güte. So, wir sind gleich am Haus seiner Mami angekommen. Cool, cool, coole Storys auch hier, ja. So, das erwartet man gar nicht. So, ich glaube, wir können mal wieder ein bisschen sinken. Oder, da ist ein Hochhaus. Passt das noch, oder? Ah, da vorne ist es doch. Ja, langsam sinken. Okay, genau, wir müssen einfach hier oben drüber. Nicht so einfach zu steuern, dieser Helikopter. Überhaupt nicht einfach. Aber hey. So. Jetzt kommen wir schon an. Jetzt ecken wir schon an den Gebäuden an hier. Ja, wartet mal. Wir müssen mal wieder steigen. Eieieiei. Tut mir leid. Ich repariere den Schaden auch. Ah, dieser Hubschrauber ist echt nicht einfach zu steuern. So, wartet mal, dann machen wir mal wieder hier ihn hier. Wie kriege ich ihn denn wieder gerade? So, jetzt. Eieieiei. Sind Hubschrauber durch so Häuserengen zu... Ah, perfekt, wir haben es geschafft. Dank deiner schnellen Flugkunst und weil du seine Mutter vor der Kamera gebracht hast, hat der Kerl die Geiseln gehen lassen. Gut gemacht. Ja, sehr geil. Sehr nice. Okay, ja, das war eine Helikoptermission. Und das war schon sehr cool. Gucken wir uns mal eine Automission an. Bürgermeister Sebi besucht Wahrzeichen. Ja, das wird spannend jetzt. In dem Verkehr... Bei dem Verkehr hier rumzufahren? Oh meine Güte. Wir fahren natürlich wieder komplett gegen die Fahrtrichtung, ne? Ist klar. Aber das ist mir gerade scheiße. Ah, obwohl, wir müssen aufpassen. Unsere Gesundheit ist nicht gerade... Können wir vielleicht am besten über die Autobahn fahren, oder? Dahin. Wartet mal. Eine Einbahnstraße, die ins Nichts führt? Oder was? Nee. Ah, wartet mal, hier können wir doch... Können wir hier nicht auf die Autobahn drauf? Ich würde gerne auf die Bahn drauf. Wartet mal.
Ich würde gerne auf die Autobahn. Ja, geh du weg, du kleines Moped. Ah, hier. Da, okay, sehr cool. Okay. Wir sind auf der Autobahn. So, unten haben wir eine kleine Map, die uns sagt, wie weit wir noch vom Ziel weg sind. Da unten, der rote Punkt ist unser Ziel, da unten. Und da unten gibt es so einen ganz kleinen weißen Quadrat. Das sind wir und wir fahren einfach auf der Autobahn unserer Stadt. Am Flughafen vorbei. Okay. Die Autobahn hier ist ziemlich leer, finde ich gut. Ohne Staus. So muss das sein. Sittfeld. Ein Flugzeug. Ohne Stau. Ja, das ist sehr gut. So muss das sein. Ja, wir tingeln weiter mit unserer Bürgermeister-Limo durch unsere Stadt. Und was ist jetzt hier? Achso, okay. Einfach nur elevated, also erhöht, okay. Ja, zum Glück haben wir eine Autobahn gebaut hier. Tatsächlich. Die hilft uns jetzt gerade sehr. Auch dass sie einfach geradeaus ist, die Autobahn. Ja, dann einmal abfahren, bitte. Beziehungsweise, okay. Ja, wir haben es ja goldrichtig gemacht. Dann abfahren. Genau, abfahren. Und nee, Moment, das war falsch. Kann man irgendwie... Shift. Genau, man kann rückwärts fahren. Sehr gut. Wow. Was für ein Motor. Nein. Stopp. Stopp. Zum Glück sieht man die Autos im Hintergrund von den Häusern. Ja, voll über den Bürgersteig, aber ist mir gerade ein bisschen egal. Echt, wir müssen pünktlich zu dem Zielpunkt da kommen. Da ist es doch schon. Ha, okay. Tschüss, Krankenwagen. Sehr geil. Okay, ja, das hat doch Spaß gemacht. Haben wir nochmal irgendwas? Mal auf der anderen Stadtseite. Bestimmt. Bestimmt nicht nur Hubschrauber-Mission. Da. Ah, verdammt. Moment, hier ist noch eine. Flucht im gestohlenen Auto. Ja, wir müssen aus der Stadt einfach raus. Ohne von der Polizei erwischt zu werden. Oh mein Gott. Wahrscheinlich wieder, ja, wieder eine Einbahnstraße. Ne? Das ist das Gefährliche hier. Eieieiei, viel Polizei. Oh Gott, schaffen wir das noch? Ah, verdammt. Ich habe keine Straßenkarte hier. Aua. Komm, fahr einfach. Fahr einfach. So, fahr einfach. Will er nicht. Okay, jo, alles klar. Ach, das ist... Aua. Na komm schon. Polizei überall hier, komm. So, puh, wir müssen einfach nur geradeaus eigentlich. Ah ja, ups, scheiße. Wir sind explodiert. Ja. Okay, das war dann ein Fehlschlag. Testfahrt. Yeah. Wir fahren ein Polizeiauto. Guck, schau dich das an. Das ist geil. Wir fahren ein Polizeiauto. Mit einer Testfahrt. Und wir haben unsere Sirene an. Einfach damit die Autos aus dem Weg gehen. Jawohl. Was? Oh. Wohin? Hierhin? Oder was ist hier? Ah, wo ist die? Wo ist die Straße? Oh, warte. Okay, aber ich glaube, ja. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Auf der Autobahn. Aha, okay, ja, das ist gut. So, machen wir das Ding mal aus. Wir wechseln mal die Spur, würde ich sagen. Yeah, diese Funk. Dieser Funk ist geil. So, hier, zack.
Hier, so. Jawohl. Kassiere das Schutzgeld, noch 2. Okay, machen wir. Und dann hier jetzt wieder... Kann man hier irgendwie auf die Autobahn drauf? Okay, geht mal aus dem Weg. Polizei kommt. So. Oh, das war jetzt eigentlich nicht so gut, aber ist okay. So. Ja. Yeah. nein, bitte andersrum. Ich meine, es gibt hier dieses, dieses Spurwechsel und so. Da gibt es noch einen anderen Modus, so wie es aussieht. Sind wir jetzt wieder auf der... was ist hier? Nichts, okay. es gibt nämlich einmal so einen statischen Fahrmodus und einmal gibt es einen Freifahrmodus. Und, Offroad-Modus, genau. Und da kann man halt frei fahren oder nur auf der Straße bleiben. So, was noch? Kassiere das Schutzgeld noch einmal. Oh, scheiße. Wir sind wieder explodiert. Ja, okay. Haben wir noch eine Polizeimission? Nochmal eine Testfahrt? Nee, das hatten wir schon. Hatten wir auch schon Flucht im gestohlenen Auto? Gibt's hier noch was anderes? Mal mit so einem Bus oder sowas? Das wäre interessant. Mit einem Bus irgendwie. Verdächtiger Ambulanzfahrer. Ach ja, okay. Ziel erreichen. Okay, dann. Wir fahren einen Krankenwagen. So. Bisschen amerikanisch angehaucht hier das Ganze. Jo. Definitiv. Aber das ist cool. Wenn sie uns alle Platz machen, dann ist alles okay. Ziel erreichen, ja. Dann. Boah. Krasser Sound. So, ab auf die Autobahn. Dann wieder abfahren. Und einfach geradeaus. Dann machen wir mal Freifahrt. Ah ne, Freifahrt ist... Ne. Freifahrt ist Mist. In unserer Hauptstadt, weil die ja zu dicht bebaut ist. Ah, das ist geil. Das ist geil. Ja, wie weit ist es denn noch? Was ein Glück, dass wir einigermaßen einen Verkehrsfluss bei uns haben. Nee, das ist eigentlich kacke jetzt. Wartet mal. Macht das mal aus, das ist ein bisschen laut. So. Aus dem Weg. So, genau. Nein! Ach so, das ist eine Einbahnstraße, deswegen. Ich lass mal lieber den Freifahrtmodus. So. Wir haben eine Hupe hier. Fährt er mir in den Weg, das gibt's ja nicht. So. Jetzt haben wir bei der nächsten hier, genau. So, oh mein Gott. Da war's doch schon. Wartet mal. Da ist es doch schon da. Da links, da. Aus dem Weg, Polizei. Was ist mit dir los? Okay, da haben wir's. Da vorne. Oh Gott, jetzt schnell zum... Zum was? Zum Anwalt. Okay. Geiler Sound. Ja, dann machen wir das doch. Schnell zum Anwalt. Okay. Ach du Kacke, auf der anderen Flussseite, ja, da fahre ich lieber Autobahn. Ganz ehrlich. Das ist stressfreier. So, ja, dann bitte wieder auf die Autobahn drauf. So, genau. So kann man die Spur wechseln. Nein, 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 bitte nicht. Jawohl, Freunde, das läuft doch gut. Ja, letzte Folge von SimCity 4, ne? Da wird man schon ein bisschen melodramatisch, aber wo fährt er denn jetzt hin? Komplett falsch hier, nein. So ein Mist, wartet mal, kann man hier rüber? Oh Gott, wir brennen schon. Wartet mal.
Shift Offroad. Hallo? Ah, hier geht's gar nicht. Okay. Ah, verdammt. Ah, doch jetzt. Okay. Und direkt wieder drauf. So. Direkt wieder drauf und am besten alle aus dem Weg. So. Genau, wir müssen einfach versuchen hier... Weil unser Krankenwagen brennt schon. Das ist nicht gut. Einfach irgendwie versuchen, zum Anwalt zu kommen. Okay. Ziel erreichen. Geh mir aus dem Weg. Danke. Das ist geil. So. Sind gleich am Fluss angekommen. Und dann bei der nächsten Möglichkeit müsste man dann mal nach links gehen. Ah, das war das große Kreuz. Okay. Beziehungsweise erstmal über den Fluss drüber. Das ist geil. Ich mag diesen Funk. So, einmal übers Wasser. Über den Fluss. Genau. So. Schön hier über den Fluss drüber. Mit Blaulicht. Das ist cool. Das ist geil. Ah nein, geh mir weg. Scheiße. Shit. Ach man, no. Okay, der Bus hat den Weg blockiert. Blöder Bus. Naja, gut, egal. Ja, Freunde, das waren die Missionen von SimCity 4. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns jetzt das Ganze nochmal parametermäßig an. Verkehr ist, ja, ein bisschen rot, aber Feuergefahr. Kriminalität ist sehr gering, muss man sagen. Wie gesagt, Hauptstadt ist fertig. Die Bildung ist hier unten wieder nicht so toll, aber braucht man ja auch scheinbar nicht. Wie man, ja. Gut, das ist halt hier unten, ja, ist okay, ist okay. Attraktivität ist gegeben. Ja. Wasser, Energie, Verkehr. Ja, da haben wir halt unsere Downtown-Zonen, ne? Hier die und hier oben das. Aber klar, ist halt logisch, ist in jeder Stadt normal. Zonen. Wir sind bei 3 Millionen Einwohnern. Großes Ziel erreicht. Halbe oder ein Drittel zu zwei Drittel Wohngebiet zu Gewerbe. Ich bin nicht sicher. Landwirt? Ja, sieht sehr gut aus. Bürgermeisterbewertung auch. Altersdurchschnitt. Gemischt. Okay. Gesundheit. Ah, die ist hier nicht so doll, ne? Warum? Jetzt in der letzten Folge nochmal Wasser importieren, oder was? Nee, kommt. Wir legen einfach noch ein Rohr. Mach mal alle aus. Wir legen einfach noch ein Wasserrohr hier hin. Ja, dann passt das doch. Okay. Wartet mal. Die Leute hier unten brauchen noch mal ein bisschen Wasser. Eigentlich wollte ich keine Querrohre legen, aber... Ja, ist in Ordnung. So, das passt nämlich dann. Ach, hört euch das an. Es ist soweit, die Folge ist vorbei. Da unten haben noch welche kein Wasser. Ach, wisst ihr was? Ich hoffe, ich kann noch Wasser importieren. Kann ich noch? Okay. Dann ist gut, dann ist gut. Jawohl. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Luftverschmutzung. Alles okay. Wasserverschmutzung. Mehr als okay. Müll ist weg. Strahlung ist auch nichts. Okay, dann würde ich vorschlagen, rufen wir uns nochmal, wir gehen mal in die Region. Ich mache die Folge ein bisschen länger, weil es ja das große Finale ist. Und genau, wir gehen nochmal in die Region und schauen uns das alles mal an. So, wir hatten ja hier die Supportstätte, ne? Unser Vorort. Hier ist noch ein Vorort.
Schauen wir uns nochmal unsere Vororte an hier. Haha, guckt mal. Ihr erinnert euch, wo wir in unserem Vorort waren. Wir hauen mal den Nachtmodus rein. Ah, guckt euch das an. Sehr, sehr schön, der Nachtmodus. Mach mal einen Bäumetrick. Es kann sein, dass wir hier die Gebäude noch zum Leben erwecken können. Jawohl! Hey, guckt euch das an! Wir können hier noch einiges machen, ja okay. Nachbarschaftshandel. Dann machen wir hier halt, jawohl. So. Genau. Und ja, ihr erinnert euch, ne, an den Vorort hier. Der war ja richtig krass, der Vorort. Also das war das, um Nachfrage in der Hauptstadt zu generieren. So, und genau. So sehen die Gebäude halt bei Nacht aus, die kleinen. Ist gemütlich auf jeden Fall. Ist gemütlich. Ja, sieht gut aus. Muss er hier oben nicht, aber das ist wohl wegen dem Park. Okay. Ja, sieht doch gesittet aus hier. Das können wir eigentlich auch so machen. Gut, alles klar. Dann schauen wir uns nochmal unseren anderen Vorort im Nachtmodus an. Und zwar der hier. Großsebi habe ich den genannt. Ja, ist noch nicht fertig geworden. Aber ist am Ende auch nicht mehr, tatsächlich nicht mehr benötigt. Wenn ihr seht, die Nachfrage ist... Ja, die Nachfrage wäre noch da, aber tatsächlich nicht, nein. Ja, mittelständische Büros hier, reiche Leute, schön im Stil von einem Vorort, finde ich sehr, sehr cool. Mach nochmal hier einen Bäumetrick. Einfach mal gucken, ob wir hier noch was... Ja, hier unten ist halt die Arbeitslosigkeit noch, ne? Aber das, wie gesagt, ich fokussiere mich lieber hier drauf. Auf die schönen Lichter. Ach, das ist gemütlich. Das ist wirklich gemütlich. Und ja. Dann gehen wir jetzt noch ein letztes Mal tatsächlich in unsere Hauptstadt zurück. Beziehungsweise wir haben hier ja diese Hightech-Industrie. Schaut euch die an. Oh. Ui, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Schnell wieder raus. keine Ahnung, was da passiert sein könnte. Wobei, das müsste man eigentlich fixen, ne? Aber ist okay. Gut. Ja, wobei, kommt, ich fix das noch eben. So, dann war das doch hier in die Nachbarstadt. Genau. Wir müssen einfach nur den Nachbarschaftswandel machen. Wasser. Genau. Und zack. Ja, brauchen wir noch mehr? Auch noch mehr. Okay. Zack. So, jetzt. Jetzt, oder? Ja. So. Genau. Problem gelöst. So sieht eine Hightech-Industriestadt bei Nacht aus. Sehr, sehr geil. LED Pro. Yeah. So. Ja. Sieht doch auch sehr gemütlich aus. Und dann... wartet mal. Müll? Nix. Perfekt. Okay. Ja, dann gehen wir. Letztes Mal in die Hauptstadt zurück und genießen nochmal den Anblick bei Nacht. Wir mit unseren 3 Millionen Einwohnern. Wow. Richtig, richtig krass. Und ja, genießen wir jetzt nochmal den Anblick hier aus nächster Nähe auch mal. Wow. Die Lichter. Es sieht einfach krass aus. Ja, meine Güte, dieses Projekt ging jetzt ein Jahr lang. Und wir haben es am Ende, ja, haben noch ein paar
arbeitslosen Bewohner, aber das kann man nicht vermeiden. Schau dich die verschiedenfarbigen Lichter an. Das ist einfach so krass. Das sieht so krass aus. Auch vor allem der Bereich hier. Boah, nicht schlecht. Kann man eine Mission mit einer Mori machen? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Das wäre cool. Aber, boah, guckt euch das an, diese Lichter. Richtig fett. Jawohl, Freunde, wir haben es geschafft. Gut, ja, wie gesagt, ein Jahr hat uns dieses Projekt erwartet in dieser Hauptstadt. Und, boah, schau dich mal diese Dachbeleuchtung an. Mit den Solarfarben auf dem Dach, das ist geil gemacht, ja. Ist ein bisschen Star Wars mäßig aus. Richtig geil. Aber alles klar, liebe. Boah, dieser Bereich hier. Hammer, ey. Hammer, Hammer, Hammer. Aber Freunde, es ist soweit. Na, hier oben noch ein paar, aber das ist okay. Wow, das sieht geil aus. Guck mal, gelb. In gelb. Auch interessant. Die Brückenbeleuchtung, alles. Die Schiffe, ja, die sind leider nicht beleuchtet. Der haut ab? Der haut einfach in eine andere Stadt ab, oder was? Ja, tatsächlich. Guck mal, der fährt aus dem Kartenrand raus. Ja, weg. Okay. Ey, guck dich das an. Das Einladen und Ausladen. Cool. So. Jawohl. Schauen wir uns nochmal hier die Brückenbeleuchtungen an. Autobahn ist klar, ist ein bisschen kühl. Aber wir hatten hier noch andere Brücken, oder? Ja, hier. Brückenbeleuchtung. Mit Schiff, das drunter fährt. Nice. Hier auch. Eine richtig schöne Brücke. Da haben sie leider die Animation nicht hingekriegt. Ach, geil. In die Brücke, da fehlt auch noch eine Animation drauf, weil hier wird genutzt, wie ihr seht. Hier ist wieder ein Schiff, was aus der Karte fährt. Ja, Freunde, dann ist es soweit. Es wird Zeit, das Projekt zu beenden. SimCity 4, ja, meine Güte, hat uns ein Jahr lang begleitet. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich mal bei allen Leuten bedanken, die über die ganze Strecke dabei geblieben sind. Und mir Tipps gegeben haben. Das ist wirklich, ohne euch hätte ich das nicht geschafft, diese Megapolis mit 3 Millionen Einwohnern. Da wäre zum einen der Elite Par Elite. Hat mir auch immer sehr gute Tipps gegeben. Auch wenn er selber das Spiel vorher, glaube ich, noch nicht gespielt hat, aber ja, hatte trotzdem sehr gute Tipps auf Lager. Vielen Dank. Dann haben wir den Flying Dragon Games. Stammzuschauer mittlerweile bei mir, was mich sehr freut. Auch sehr dabei geblieben mit Elan und jede Folge geschaut, finde ich super. Hab auch vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann gibt es den Pixel-Tee. Ich hoffe, ich habe... Ja, das war, glaube ich, Pixel-Tee. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dir gefällt auch dieser Nachtmodus sehr, wie ich das in Erinnerung habe. Und ja... Hast du recht mit, also die Gebäude, die sehen richtig, richtig stylisch aus. Schaut euch das mal an hier. Das Raketengebäude. Und dann gab es noch den einfach Luca. Er hat mir auch so einige Tipps gegeben, wie es mit den Einbahnstraßen zu handeln ist. Vielen, vielen Dank auch dafür. Ach, schaut euch das auch mal an, ja, stylisch. Und ja... Und viele, viele mehr. Wenn ich jemanden vergessen habe, soll derjenige sich bitte, bitte grüßen fühlen, tatsächlich. Und, ja, Freunde, wir sind fertig. Als Nachfolgerprojekt kommt Warzone 2100. Tatsächlich ein schickes Strategiespiel aus den 90ern. Free-to-play. Und das sieht auch geil aus hier. Und, genau, das werde ich dann nächste Woche anfangen. Und in diesem
Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, nochmal. Vielen, vielen Dank an alle, dass ihr bei SimCity 4 dabei geblieben seid. Und, ja. In diesem Zusammenhang hoffe ich, dass ihr das, ja, dass ich euch bei dem nächsten Projekt wieder sehe. Und dann würde ich sagen, beende ich SimCity 4. Vielen Dank, macht's gut und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Projekt, ne? Macht's gut, euer Sebi.